Hallöchen. Ich wollte anfangen. Nein. Zum Äther. Wir haben jetzt Fips so weit gebracht, dass er. Wir haben ihn ihr habt einfach gesagt, dass wir die weg haben. Ja, also dürft ihr das jetzt auch abbauen? Wir sind kein demokratisches Let's Play, wir sind ein diktatorisches Let's Play. Richtig. Wir machen nur diktatorische Entscheidungen. So. Und damit musst du Holy leben. Stone. Die drei Felder sind fertig. Also natürlich noch nicht belegt, aber sie sind schon mal eingegrenzt. Mein Energiesparmodus. Kommt doch mal gucken. Kommt doch mal gucken, bitte. Schau dich das doch mal an. Nein, ich muss ja jetzt wieder die neue Treppe hinbauen. Du musst die neue Tür hinbauen. Nee, und die neue Tür. Da fehlt noch Wasser. Wo? Nein, hier kommt ein Weg dazwischen. Also. Ja, gute Idee. Und dann haben wir eigentlich mehr als genug Weizen, glaube ich. Ich hoffe, dass wir überhaupt hier Weizen anbauen können. Ja, ich denke schon. Ja, im Übrigen also bauen wir ja nicht nur Weizen an, sondern auch... Karotten. Die Karotten können wir hier auf das kleine Melonen. Stück machen. Kartoffeln wären geil, weil... Kartoffeln findest du meist in Villager-Dörfern. Gebratene Kartoffeln sind einfach imbar. Okay, ich gehe nachher mal auf Villager-Dorf-Suche. Wir hatten noch eins gefunden, oder? Ja, aber da waren keine Kartoffeln. Oh, schade. Die mochten wohl keine Kartoffeln, genau wie ich. Ich mag auch keine Kartoffeln. Ich mag Kartoffeln. Ich mag Kartoffeln nur als Pommes. Ich mag Bratkartoffeln. Nee. Boah doch. Warum unterhaltet ihr euch jetzt unter... Join unserem Kartoffelgespräch oder du fliegst hier raus. Oder ich baue einfach die neue Tür. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Ja, finde ich. Aber dann darfst du dich nicht wundern, warum unsere Kartoffeln unterhalten. Weil Kartoffeln sind und bleiben wichtig. In Kartoffeln sind Vitamine drin, in Bratkartoffeln, guck mal, in wie das Salzkartoffeln, komm mal runter hier. In festkochenden Kartoffeln. Warte. Ich muss jetzt hier den Weizen pflanzen, dann bin ich erst glücklich, okay? Du bist niemals glücklich, glaube mir, auch wenn du den gepflanzt hast, bist du nicht mehr glücklich. Ich pflanze jetzt hier das Zeug und dann ist das gut. Na gut, ich schieb mir da nochmal eine Haribo-Riegelstange rein. Wo, oh, Werbung. Aber wieso, der Typ ist doch eh tot. Hallo. Erstmal du mal freuen. Aloha. Ja, jetzt komm runter hier und hau auf mit deinem scheiß Weizen. Ich muss den Weizen anpflanzen. Habt ihr denn Hallo. Eisen hier oben? Leute? Pisser. Leute? Was haben wir? Eisen hier oben. Eisen, ja, haben wir. Ja, müsst ihr. Ich hab da noch welches im Inventar. Ich nicht. Warte hier. Kriegste. Bitteschön. Was soll ich mir da angucken, du Alter. Pisser? Wo? Hier wo vorne. Du? Hallo? Ja? Hier. Was denn? Hier, das hier. So, eins. Diese Glaspfeiler. Nee. Keine Ahnung, ob die so bleiben sollen, ne? Nee. Sieht doch scheiß aus. Würde ich mit Holy Stone machen. Mit was? Mit Holy Stone. Oder mit Bricks. Oder mit Marble. Kannst du natürlich auch machen. Marble wäre cool. Was ist Marble? Also, Marble halt. Marmor. Ja, was? Marmor? Quarz. So. Nee, Quarz hat keinen Bock zu farmen. Nee, Quarz haben wir doch noch hier. Zwei Stacks. Haben wir noch hier? Toll, das sieht so schlecht aus. Sei froh, dass du. Also hier haben wir noch ein paar Blöcke auf Quarz. Musst du ja nur so als. Du es hier hinbekommen. Warte mal. Warte. Nee. Aber du hast recht, die Wand kommt immer näher. Die kommt immer näher. Ja, ist krass, komm, jetzt ne? Ist die wieder normal. Nein. Doch. Egal, wir bauen die nachher wieder. Ja, guck mal, kriegst du das hin, dass du die Säulen hier raus baust? Im Zeug, meinst du? Hier. Hab ich draußen gelegt. Aus diesen Quarz-Säulen. Die sehen eigentlich relativ geil aus, finde ich. Kann man die noch färben? Nee, kann man nicht. Aber guck mal, das sieht geil aus. Kriegen wir hin, ne? Ja, dann kannst du halt am Haus meinetwegen hier, wo das Glas hier aufhört, kannst du meinetwegen auch noch so eine Säule hinhauen oder so. Das kannst du machen. Es ist übrigens schon wieder Nacht. Na und, wen juckt? Ich muss hier oben mal ausleuchten. Also dazu muss ich erstmal ein bisschen Holy Stone nochmal farmen. So, wir haben jetzt eine Open Panorama View. Geil, Alter, geil. Kann mir jemand Holy Stone zuschmeißen? Ja, nee, wir haben kein Holy Stone. Ich muss jetzt welchen farmen. Oh Mann. Ah, Mann, jo. So. Dazu gehe ich in unsere Mine. Dann gehe ich draußen mal was farmen. Also, wenn ich. Dann geh doch in die Mine, weil. Da stört's keiner. Ich spiele noch mit Kollegen Privat Minecraft, ne? Und wir haben da vier Häuser jetzt schon. Wir hatten eigentlich mit einem angefangen und irgendwie das eine wurde dann zu klein und dann haben wir angefangen, das zur Mine auszubauen. Jetzt haben wir ein zweites gebaut und dann ein drittes, ein Farm. Das ist wie Terraria irgendwie. Nee, Terraria ist es nicht, ist ja Minecraft. Ja, aber es kommt mir vor wie Terraria. Ja, ist es aber nicht. Du baust da ein Haus und da ein Haus und dann gefällt dir das auch wieder nicht.
Ja. Ja, ja. Ja, ist so. So ist so. Das ist auch bei, bei, oh, wie hieß das denn, das Spiel? So eine Art DayZ. Seven Days to Die. Genau. Ah, wollten wir das nicht mal spielen? Das wollten wir mal spielen. Hast du das eigentlich bereits? Ich habe das nicht. Ja, dann können wir das nicht spielen, Schlaubirne. Ne? Ja, ich frage mich gerade, wie ich das bekommen könnte. Indem man es kauft. Wo kann man das denn kaufen? Jedes andere Spiel auch. Ich weiß nicht, wo man es kaufen kann. Ach so, das musst du gucken. Da musst du nach googeln, weil das gibt's in Steam nicht. Ja, eben. Die sind noch nicht Steam-powered. Oh, schade. They are not powered by Steam. Sind die eigentlich auf Greenlight schon? Mhm. Oh, schade. Auch noch nicht. Die machen noch Eigenzeile. Na, ich bin gespannt, was da so rauskommt. Bei dem Spiel? Oh, da sehe ich Großes. Ich auch. Haben wir noch Fackeln? Ja, haben wir noch. Das, vor allem, das ist ja so übelst realistisch, finde ich eigentlich. Wenn man sich überlegt, was bei DayZ, es hat irgendwie so, also entweder hat DayZ von denen abgeguckt oder die haben von DayZ abgeguckt, wobei ich eher denke, dass die von DayZ abgeguckt haben. Weiß ich nicht. Ich rede zu viel. Übrigens, jetzt haben wir 4 Sticky Pistons gehabt und jetzt liegen sie hier nutzlos in der Kiste rum. Ja. Aber erstmal drum schlagen. Ja, natürlich. Ja. Ist übrigens wie, ich habe die Tage jetzt was gelesen, genauer genommen heute. Es haben sich tierschutzrechtliche Organisationen über GTA 5 beschwert. Was? Warum das denn? Der Punkt ist, dass man halt in GTA 5 Tiere überfahren kann und Tiere erschießen und köpfen kann. Und bezogen haben sie sich darauf, dass gute Eltern ihren Kindern sowas nicht zeigen könnten. Und ich habe mir so in den Kopf gefasst und habe gesagt, Leute, da steht ab 18 drauf. Ja, warum steht das da? Es ist bei Spielen, es ist bei Spielen allgemein so. Es wird gerne ignoriert, dass sie eine Altersbegrenzung haben, weil die sowieso eigentlich vollkommen vor den Arsch ist, weil die sowieso jeder kriegt. Aber es steht nicht umsonst drauf und die Eltern können es doch kontrollieren. Weißt du, die Eltern kaufen dem Kind das, um sich dann drüber aufzuregen. Das ist so geil, die Logik. Ja. Das ist so geil. Ja, warum regen sich denn die Tierschutzverbünde darüber auf, wenn es dir doch eher am Arsch vorbeigeht? Das ist ein Spiel, hallo? Weißt du, nee. Da fasse ich mir so an den Kopf. Leck mir die Eier. Das könnte für unsere Kinder gefährlich sein. Ja, ist es auch. Könnte. Da geht's um Gewalt, da muss man Leute abmetzeln, da muss man Leute foltern. Aber ihr regt euch nur über die Tiere auf. Was ich interessant finde, nicht Dead Space, sondern Far Cry 3. Ne? Far Cry 3 habe ich eigentlich überhaupt keine solchen Beschwerden gehört, also zumindest nicht mitbekommen. Doch, da gab es auch was, aber mehr so im Hintergrund. Was? GTA 5 hat halt viel größeren Hype, finde ich. Also. Ja klar, aber warum beschweren sich Leute darüber? Es gibt viel, viel brutalere Spiele. Ja. Und die sind ebenfalls ab 18 oder gar nicht mit Jugendfreigabe. Wobei ab 18 ist, glaube ich, auch schon keine Jugendfreigabe mehr. Bin mir nicht sicher jetzt, aber... Nee, ich weiß gar nicht, ob es Unterschiede dazwischen gibt. Keine Jugendfreigabe und ab 18, aber egal. Theoretisch und wenn ich mir überlege, dass die sich trotzdem darüber die Köpfe zerreißen, ja... Das ist so bescheuert. Dass es so ein Spiel gibt, das ab 18 ist, und über ein gleiches Spiel, was die gleiche Altersbeschränkung hat, was möglicherweise noch viel heftiger ist, nicht so ein Hype zu machen, da verstehe ich wirklich die moderne Spielewelt nicht mehr. Ich weiß das auch nicht, aber um GTA 5 gibt es ja viele, viele, viele solche Dinge. Ja, dann sollen die Leute, die diese Hypes in die Welt setzen, einfach mal ihre... Aber es ist mittlerweile auch schon so ein Modetrend, ey, lass uns was gegen GTA 5 sagen. Da bekommen wir mega Hype für. Haben wir noch Quarzblöcke? Sind was so. Nee, jetzt nicht mehr. Musst du im Nether gehen. Also ich habe noch einen Quarzblock im Inventar, aber der bringt dir ja nichts. Nee, ich brauch zwei. Ja, drei, eben. Phipps, du müsstest eigentlich noch welche haben. Ich habe keine, nee. Also du hast ja gerade noch... Ich muss gerade meine Sachen... Stimmt, du hast gerade einen Abgang gemacht. Ach ja. Die guten alten Abgänge. Ja, ich erinnere mich noch dran. Alter, irgendwann werde ich mit dir, kommt irgendwann mal so ein Abonnent zu mir und sagt, ey, ich hab mal all deine Tode in Minecraft Eater Let's Play zusammengestellt. Yeah. Dann denke ich wieder, yay, warum? Wenn wir das Dach da unten fertig haben, ich glaube, auf die Farm muss auch noch eins. Welches Dach wo unten und welche Farm? Die Farm hier oben, die muss auch überdacht werden, weil hier kommen auch Wolken. Das Dach ist fertig.
Haben wir noch Clay über? Jetzt. Haben wir noch Clay über? Nein. Gar nicht mehr? Nein. Ich habe noch 2 Clay-Blöcke im Inventar. Lol. Und, doch, es könnte sein, dass hier noch welcher ist. Ich guck mal eben. Hier ist keiner mehr drin, aber da sind noch Bricks drin. 2 Stück. Ja, toll. Und hier sind noch Steps drin. 14 Stück. Ja gut, wir müssen das komplette Dach überdachen. Wir müssen das komplette Dach überdachen, das gibt so viel Sinn. Ja. Nein, also die komplette Farm überdachen halt. Hier sind noch 61, hier sind noch 61, hier sind noch 60. Die restlichen Öfen sind leer. Und ich mach mir jetzt mal eben eine Kiste. Hab ich Holz dabei? Natürlich nicht. Naja, damit. Ich würde mal sagen, das war's mit meinem Cave. Uns fehlt irgendwie so viel. Warum? Ich find meine Sachen nicht wieder. Lol. Die sind irgendwo in der Nähe des Portals, warte, ich komme gerade runter und helfe dir suchen. Nee, ich bin nicht runtergefallen. Ich bin hier im Äther runtergefallen. Ja, also dann, fliegst du ja nach unten und landest irgendwo. Nee. Ich bin so von der Plattform auf eine andere Plattform gefallen. Aber warum? Ach so. Im Äther. Wo denn? So. Ja, das ist jetzt die Frage. Wo bist du denn lang gelaufen? Ich bin schon da, aber irgendwie. Ach da, ich hab dich gefunden. Jo, und jetzt bin ich nochmal tot. So. Ich mache hier so ein bisschen Pflanz-Action. I have found you. Now I could can help you to find your things. Ich bin tot. Ja, und dir gehört deine Sachen sind immer noch da. Ja, das kann sein. Ich mache hier so ein bisschen Pflanz-Action, weil ich's kann. Alter, das Haus an sich sieht schon übelst geil aus. Irgendwie schon, ne? Ja. Haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Und ich auch. Also ich habe hier einen XP-Punkt rumliegen, aber ich glaube, der gehört nicht zu dir. Und Fips hat gar nichts getan. Nur die Tür. Der gehört nicht zu dir. Ja, die werden nein, die beiden wieder ausgebaut Türen. Haben. Ja. Ja, irgendwie schon. Also hat er gar nichts getan. Du warst so hilfreich, Fips. Ich weiß. Dankeschön. Und dafür haben wir stundenlang auf ihn gewartet? Wir haben stundenlang auf dich gewartet, eigentlich. Ja, auf mich. Das war jetzt heute. Verarscht. Das war einmal. Eine einmalige Aktion. Das will ich ja auch hoffen, mein Herr. Mein Herr? Mein Herr. Mein Herr und Gebieter. Ah, da sehe ich deinen Namen. Quasi. Ja, ich glaube, hier in der Nähe bin ich runtergefallen. Wo ist hier in der Nähe? Ach, da bist du. Ambrosium. Ambrosium, immer mitnehmen. Ehrlich, ne? Das dauert eine Weile, bis es verschwindet. Ja, genau deswegen. Ja. 5 Minuten oder so. Nee, schon länger, 7, 8. Okay. Ich bin auf jeden Fall ausgegangen. Deswegen habe ich mich immer so beeilt. Das kann ja nicht schaden. Ja, solltest du dich auch beeilen. Ich würde sagen, schaden kannst du nie. Ja. Okay, unten ist garantiert nichts. Naja, um das mal zum Ende zu bringen. Was hattest du denn dabei überhaupt? Alles. Leute, um die Diskussion zum Ende zu bringen. Ah! Worüber haben wir überhaupt diskutiert? Ich habe schon vergessen. Über GTA 5. Über GTA 5. Ah, und Leute, die sich einfach darüber aufregen und einfach nur Hype davon haben wollen. So, ich brauche eine Diskussion. Ja, um das zu Ende zu bringen? Um es kurz zu machen, Leute. Wir diskutieren. Moment. Wir diskutieren seit 13 Minuten darüber, um es kurz zu machen. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Kinder einen schädlichen Einfluss durch GTA 5 kriegen, dann kauft euch das Spiel einfach verdammt nochmal nicht. What the fuck? Achso, ich hab gedacht, du sagst jetzt, dann kauft euch das Spiel. Ja, also schlecht ist es ja nicht. Das gibt was für einen Sinn. Keine Ahnung, aber... Ja. Oh, ich hab sie gefunden. Jetzt stirbst du schon wieder. Es gab doch auch mal neu, auch diesen Rapper, der hier alle Kopien von GTA 5 vernichten wollte, weil da Songs von ihm drauf waren. Ey. Das war nicht Bushido, oder? Nein, das war, so ein No-Name-Rapper. No-Name-Rapper. Weißt du, wie mir das egal wäre? Wenn mein Name da drüber steht, würde ich nicht ordentlich Cash dafür kriegen, würde, wäre mir das kein egal, ob da jetzt mein Name. Ja, Rockstar hat ihm halt $5,000 angeboten und das war ihm anscheinend zu wenig. Ja. Alter, wenn da noch mein Name mit drin stehen würde, Alter, kriegst $5,000. Er kriegt von dem Hype viel mehr, als wenn die Songs da jetzt rausgenommen werden würden. Yay, tot. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde nicht sagen, ob er da jetzt, also... Hübs, du solltest übrigens einen Wassereimer bei dir tragen. Das funktioniert doch eh nicht. Natürlich, bei mir hat's funktioniert, du bist einfach nur zu unfähig. Aber was heißt hier unfähig? Aber Schiff klippen und so. Schiff. Pff, bei mir hat's was haben funktioniert. Wir denn? Haben wir noch Diamanten hier oben? Nö. Ja, 2. Nein. Ach, scheiß Wolken, Alter. Ich wollte den Äther.
In den Nether wolltest du und Quarz holen, ja, ja. Aber das machen wir es in der nächsten Folge, oder? Bist du dir sicher? Ja, ich bin sicher. Ich muss hier noch kurz, jetzt muss ich hier noch kurz was hinbauen, Alter. Jetzt muss ich das hier machen, weißt du? Ihr habt euch auch Zeit gelassen. Ja, ja. Wegen eurer scheiß Tür da. So, ich bin fertig. Ja, das ging schnell. Sehr escalated quickly. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall. Vom Aether. Bis dahin. Sag Tschüssli Müsli. Und bis dann. Bis später. Bis dann. Tschüss. Ciao.